Wie im Titel schon zu erkennen, meine erste Einheit für Nevermind the Billhooks ist fertig. Das sind Men at Arms. Und zwar aus dem Hause Warwick. Warwick war zunächst in den Rosenkriegen ein großer Unterstützer des Hauses Yorks und wechselte später die Seiten zu den Lancastern. Und deswegen ist es auch einer der Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, erstmal ein bisschen Warwick zu machen. Da ich sie ja universell einsetzen kann im Endeffekt. Ziel ist schon wahrscheinlich erstmal eine yorkistische Truppe aufzubauen. Der Christoph baut, glaube ich, von beiden Seiten was zusammen. Nur ich kann mit den Warwicks dann jederzeit wechseln. Man at Arms, weil ich die Modelle hier rumliegen hatte. Ich habe ja schon mal gesagt, das ist jetzt eher so ein Resteverwerteprojekt in erster Linie. Ich muss allerdings mindestens die Hälfte aller Einheiten müssen Billmen oder Bogenschützen sein. Ich weiß nicht, ob ich Pikeman auch. Also egal. Also als nächstes wird wahrscheinlich dann erstmal eine Bogenschützen- oder Billmen-Einheit folgen für das Haus Warwick und wahrscheinlich dann noch eine dritte. Da weiß ich noch nicht, ob es dann eine von den Pflichtwahlen oder nochmal eine Man-at-Arms hat eben sein wird. Mal gucken. Modell habe ich auch mir bestellt gehabt bei Perry. Das ist ein berittener Anführer. Vielleicht mache ich ja nochmal einen zu Fuß. Muss ich mal gucken. Genau. Einfach mal einen kleinen Einheitenüberflug. Mache ich eigentlich nicht mehr so häufig. Hier hinten sieht man nochmal die Sumpfbasen für das Stream-Projekt. Die gefallen mir jetzt richtig gut, auch mit dem Glanz. Da geht es dann Montag oder Dienstag weiter und dann finalisieren wir das auch. Da ich matt hinter Klarlack drauf sprühe, werde ich wohl mit Glanzlack nochmal hinter drüber gehen über die Wasserflächen. Ja. Genau, was mich hier noch nervte ist, ich hatte diese Sammelbasen bestellt und da passen die Basen super rein, solange sie nicht modelliert und nicht kein Base Design haben. Da musste ich jetzt hier und da ein bisschen was abschneiden. Das werde ich dann. Hätte ich mir vorher vielleicht überlegen sollen, ausprobieren sollen. Das werde ich dann bei kommenden Einheiten hoffentlich ein wenig geschickter machen. Und die einfach vorher alle ein bisschen, alle Basen ein bisschen präparieren. Genau. So, das sind die Männer. Und das war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch erstmal noch ein schönes Wochenende. Familie kommt gleich wieder. Dann essen wir noch ein Fleischkäse wecken zusammen. Und dann geht's ins Wildgehege mit den Kindern. Und das schöne Wetter heute genießen. Und morgen das Wetter einigermaßen ist, werde ich den Studioschneider nochmal anschmeißen. Euch erstmal noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao.